Hallo zusammen, ich bin's nochmal und denkt mir, Ergebnisdienst hatten wir heute satt und reichlich. Vielleicht interessiert ihr euch aber auch für die eine oder andere Partie, die ich beim Skat Masters erlebt habe. Ich denke mal, so 2, 3 interessante Spiele, die ich gerne mit euch teile, waren mindestens dabei. Starten wir hier einfach mal mit dem ersten. Und das war gleich in der ersten Serie, Spiel 6. Das erste Mal, dass ich überhaupt 18 sagen konnte, hatte ich in Mittelhand einen sehr starken Ansatz, die beiden oberen Buben, 3 Asse, bin auch gleich für 18 Besitzer geworden und logischerweise hoffe ich jetzt, dass ich zum Grand finde. Ich denke mal, die 3 Zehner zu den Assen, die beiden Buben, das vierte Ass, vielleicht sogar die vierte Zehn, also 7 Karten gibt es schon, die mich da leicht zum Grand verleiten könnten. Stattdessen war die Findung dann aber wieder eher diese Kategorie Trockenfutter. Pik Lusche, Herz Dame, immerhin die Pik Lusche konnte ich hier verwerten, das ist dann mein 6. Trumpf in Pik, ganz solide gedrückt, Herz Dame, Kreuz Lusche, damit habe ich nur in Karo eine kleine Schwäche in der Beikarte und dann, wie gesagt, ganz solide mit einem Pikspiel gestartet, nicht gleich jetzt hier irgendwie so einen wilden Grand versuchen. Erster Stich, Karo Dame liegt vor mir, und das ist so die Karte, die fürchtest du bei so einem Spiel wie der Teufel das Weihwasser, denn es geht direkt hier in deine einzige Schwäche rein, und ja, wenn 3 Karos vor dir sitzen, sowas wie Dame, König, 10, dann ist das ja schon unangenehm, weil Hinterhand danach zweimal wimmeln kann. Wenn aber 4 Karos vor dir sitzen und dir gleich das Karo Ass abgestochen wird, dann ist das die eine der wenigen Konstellationen, in denen dieses Spiel ja, umkippen kann. Also nützt aber nichts, rauf mit dem Ass. Wenn wir hier tauchen und hinten fällt dann die blanke Karo Lusche, dann hätte ich das Ass eben heimbekommen können, sonst wird es mir dann im zweiten abgestochen. Aber es war genau wie befürchtet, nach einer kurzen Überlegung sticht mir hier Hinterhand direkt das Karo Ass ab mit der Pik 10, und jetzt ist klar, das Spiel wird kein Selbstläufer, das wird ein heißer Ritt. So, wie ging es weiter? Herz Ass kam auf den Tisch, Herz Ass, Herz Lusche, und das ist natürlich eine Karte, die ich nicht ungern sehe, auch wenn ich dann noch nicht weiß, ob es mir jetzt zum Sieg reicht. Man kann auch ganz kurz mal drüber nachdenken, ob hier ein Abwurf nötig oder sinnvoll ist auf 35 Augen. Das Problem ist, ich kann sehr leicht in dieses Kreuz Ass hier eingespielt werden, das wird dann eine kleine Hypothek. Es kann auch sogar sein, dass dann einfach der Spieler danach vielleicht mit einem Buben fortsetzt. Und selbst dann sowas wie Herz Dame, Herz König in der nächsten Karte ist nicht besonders schön, dann will ich die zweite Karo Lusche natürlich auch noch abwerfen, und dann bin ich wieder in Mittelhand. Also das ist nicht unbedingt zielführend, einstechen ist, denke ich, schon hier erstmal die richtige Variante, doch jetzt stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie jetzt das Spiel fortsetzen, und da muss man dann schon so ein bisschen anfangen zu rechnen, so habe ich es jedenfalls gemacht. Ich habe mir gedacht, natürlich, klar, wenn Trumpf 2-2 steht und ich jetzt von oben hin lang, dann kann ich das Spiel nicht mehr verlieren, dann können noch 14 Augen in Karo fallen, und selbst wenn da die beiden fehlenden vollen Kreuz 10 und Herz 10 reingehen, dann wären es nur 58. Das Problem ist, ich hatte sofort das Gefühl, dass eben Trumpf nicht jetzt 2-2 steht, denn es gab hier so einen kleinen Tell, Körpersprache, also vom Spieler in Hinterhand im ersten Stich, der eben so einen kleinen Moment überlegt hat, wie er mein Karo Ass denn einsticht, und das ist für mich ein ganz klares Zeichen. Also wenn er nicht sowieso 5 Trumpf dagegen hat, dann werde ich wohl gar nicht gewinnen können, aber dass er wahrscheinlich 4 Trumpf dagegen hat, denn wenn er 3 oder weniger Trümpfe hätte, dann hätte er überhaupt keinen Grund zu überlegen, mit welcher Karte er sticht, dann wäre die Pik 10 sofort gekommen. Diese ganz kleine Nuance habe ich also wahrgenommen, und deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass hier noch 3 Trümpfe stehen. So, mit dem Wissen ist es dann trotz alledem sicher möglich, auch zweimal von oben zu ziehen, aber so oder so, das, was ich zuerst jetzt mache in der Situation, das habe ich auch getan, ist dieses blanke Kreuz Ass abspielen, diese potenzielle Einspielkarte, denn in diesem Spiel wird es eben erkennbar nicht um ein Tempoproblem gehen, sondern darum, dass ich hier meine beiden Karo Luschen noch einigermaßen günstig loswerde und diesen Trumpfstich, der wohl noch draußen ist. Also Kreuz Ass abgespielt, damit ich da nicht mehr eingespielt werden kann, und jetzt ja, wie gesagt, Trumpf von oben ist auch dann eine Möglichkeit, wenn man glaubt, dass hier die Trümpfe sitzen. Das Schöne ist, nach zweimal Trumpf von oben kann ich den Spieler dann eben mit der Trumpflusche anspielen. Trumpflusche, fällt ein Bube, fällt eine 10 Ladung, Kreuz oder Herz 10, 36, und dann muss ich eben ja nur noch quasi hier meine Karo Luschen loswerden. Das Problem ist, selbst wenn jetzt ein Voller noch hier steht, der Spieler hat dann die Möglichkeit, einmal das Spiel nach vorne zu bringen auf einem König, das würde schon reichen, also entweder Herz Lusche König oder Kreuz Lusche König oder Dame König, dann kann ich eine Karo Lusche abschmeißen, im Zweifel auf 4 Augen auf 40, aber danach kommt Karo 10, ich muss noch einmal bedienen, hinten der letzte volle 60 steht da drauf, und deswegen habe ich mich jetzt dann entschieden für die Variante Trumpf unter durch, was mich eben potenziell gegen Trumpf 2-2 natürlich von den Füßen spielt, aber da habe ich schon nicht mit gerechnet, in der Hoffnung, dass in Hinterhand eben nur noch ein voller sitzt, dass die beiden fehlenden vollen Kreuz und Herz 10 jetzt eben 1:1 verteilt sind. Und dann wird es nämlich wie folgt laufen, und so lief es auch, Pik Dame und ein Bube, der blanke Herz Bube war also tatsächlich so hinter mir 4 Trumpf, 29, wie gerechnet, jetzt kam Karo 10, Karo Lusche, und hier wurde gewimmelt. Es war schon die Kreuz 10, schon der erste Hinweis, dass die Herz 10 vielleicht nicht bei dem Spieler ist, sonst hätte er die wohl zuerst gelegt, wo ich Herz gestochen hatte, also 49, danach Karo König bedient, und jetzt zu meinem Glück war eben der letzte volle tatsächlich nicht da, 57, logisch, jetzt kommt auch noch die Karo Lusche. Mit einem möglichen Überstich hatte ich aber durchgerechnet, dass es eben nur für 59 reicht, jetzt mit der Pik Lusche gestochen, und der Spieler in Hinterhand hat jetzt tatsächlich darauf verzichtet, hier überzustechen, hat abgeschmissen, weil er eben auch mitgezählt hat und gemerkt hat, das reicht nicht, das heißt, jetzt hatte ich Rest, gewann das Spiel also mit 63, die vollen waren eben tatsächlich dann nach dem Herz Ass 1:1 verteilt, und da haben wir dann eben auch schon den Fehler im zweiten Stich, das Herz Ass von Hinterhand, das war natürlich völlig unnötig, wo er nur 2 volle hat, jetzt einen vollen so, ja, ohne Not, sage ich mal, ins Geschäft zu investieren. Er hätte ganz defensiv solide aus seiner 10 zu dritt spielen können, mich in das Kreuz Ass einspielen können, dann hätte ich in diesem Spiel keinerlei Siegmöglichkeiten gehabt, denn vor allen Dingen auf diesem ersten Stich Karo Dame, Karo Ass, da steht eigentlich genau die vorliegende Konstellation schon drauf. Es gibt eben sehr wenig andere Konstellationen, in denen Vorhand eine Dame auf den Tisch liegt, wenn er eben nicht gerade sowas wie Dame König 10 hat oder Dame König 10 und jetzt eben noch eine Lusche. Ja, aus 7, 8 Dame oder so wirst du das selten machen, und wenn ich den König noch gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich im ersten Stich in Schnitt gegangen, wo ich trumpfstark mit den beiden Alten bin. Also das waren alles Sachen durchaus plausibel und erkennbar für Hinterhand. Der hat da also ein Fauxpas sich geleistet im zweiten Stich. Mir damit den knappen Sieg ermöglicht, habe ich den richtigen Riecher dann auch gehabt, das korrekt vorzutragen. Und ja, nach diesem Spiel gab es dann auch gleich einen guten Lauf in der ersten Serie. Das sind also so die Momente, die Nuancen, die brauchst du, wenn du in so einem Turnier dann auch vorne mitspielen willst.